Die Tage werden wieder kürzer. Und das ist auch das sichere Zeichen dafür, dass der Herbst an die Pforten klopft und den Sommer endgültig für dieses Jahr in Rente schickt. Das ist dann auch der Start für uns Modellbahner in die Modellbahnsaison. Ja, und schwuppdiwupp, hast du nicht gesehen, geht es dann auf den Winter und gar Weihnachten zu. Und was macht in der Zwischenzeit der Modellbahner? Er werkelt wieder an der Modellbahn, ergänzt, repariert oder plant gar eine neue Modellbahn zu bauen. Ja, und damit erstmal willkommen, liebe Modellbahnfreunde, aus nah und fern zu Freitalk, Ausgabe 30. Ja, am Mittwoch dieser Woche habe ich mich kurz entschlossen auf die Socken gemacht, um eine kleine Stippvisite zu Tillich nach Sebnitz zu unternehmen. Ja, und das war für mich auch gleich eine Premiere. Freitalk außerhalb der vier Studiowände. Sven Eichhorn als Verantwortlicher für Marketing und Vertrieb gab in meiner, ich denke, sehr entspannten Talkrunde vor Ort dabei interessante Ein- und Ausblicke zu Neuheiten und des Alltages eines Modellbahnherstellers. So, wir wollen natürlich heute einiges besprechen, deswegen Freitalk. Und ich würde sagen, Sven, wir fangen einfach mal mit dem Jahr an, wie es angefangen hat. Wir haben uns ja gesehen in Dortmund auf der Messe und genau. Da gab es ja ein Riesenfeuerwerk an Neuheiten. Genau. Also ich sag mal so, das ganze Jahr hat eigentlich schon ganz gut begonnen. Mhm. Wir konnten zum Glück im Frühjahr viele Sachen ausliefern. Zum Beispiel die Preußen haben wir ausgeliefert, die wir letztes Jahr angekündigt hatten zum Anfang des Jahres. Die konnten wir dann eben Anfang diesen Jahres ausliefern. Dann haben wir die Mitteleinstiegswaren, die Halberstädter, das ist ja eine komplett Formneuheit, die haben wir ausgeliefert. Ja, und viele, viele andere Sachen mit dazu. Deswegen sind wir eigentlich so in das erste Vierteljahr sind wir richtig gut reingestartet. Man hört ja und man liest ja auch immer, die Modellbahnfirmen machen Sommerpause bzw. Sommerferien. Das habt ihr auch gemacht. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt vier Wochen lang nichts macht. Ne? Das muss man ja mal dazu sagen. Schön wär's, aber ich sag mal so, wir können das uns nicht erlauben, die ganze Firma im Sommer für 3-4 Wochen zuzumachen oder noch länger. Mhm. Die Zeit, wo ja bekanntlich oder was ja aus der Historie schon so ist, wo es ein bisschen ruhiger in den Läden ist, ruhiger, was den Bestelleingang betrifft, nutzen wir eben dann dazu, um schon wieder neue Projekte vorzubereiten. Mhm. Zum Beispiel haben wir ja standardmäßig immer zur letzten Augustwoche unsere Herbstneuheiten veröffentlicht. Das muss ja eben auch alles vorbereitet werden. Dazu müssen ja, ich sage mal so, das geht ja nicht nur darum, dass die Artikel produziert werden, sondern die müssen ja eben auch in den Stammdaten angelegt werden, es müssen Prospekte dazu gemacht werden, es müssen die ganzen Preislisten gemacht werden, die Webseite muss dafür vorbereitet werden, es müssen Fotos von den Modellen gemacht werden, die Texte, alles drum und dran und da gehen schon mal gut und gerne 3 Monate ins Land. Bis das davon kann ich ausgehen, dass du dann der Oberleidtragende bist über das, was du gerade erzählt hast. Es muss ja alles fotografiert, gelistet werden und alles fertig gemacht werden. Ich glaube, Ende August kam eine E-Mail, genau, dass die letzten Neuheiten sozusagen des Sommers, wenn ich das richtig gesehen oder gelesen habe, jetzt ausgeliefert werden zum 31. August. Na genau, es ist ja immer so, wir unsere Kunden, also ich sag mal so die Clubkunden oder die normalen Privatkunden, die in das Geschäft gehen, die bei uns eben eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, die informieren natürlich immer einmal zum Ende des Monats, was haben wir denn im August ausgeliefert oder was haben wir im Juli ausgeliefert. Das wird eben zum einen als E-Mail-Newsletter verbreitet oder dann eben auf unserer Webseite gleich vorne bei der Hauptseite gibt es dann eine kleine Rubrik, die Auslieferung des letzten Monats. Ist denn, seid ihr jetzt in der Auslieferung im Plan? Muss ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen. Ja, ich sag mal so, wie es in der Modellbahnbranche so üblich ist, wir sind guter Dinge, aber natürlich haben sich wieder die ein oder anderen Artikel verschoben, die jetzt erst eben demnächst kommen oder ja, also ganz auf Plan ist man eigentlich nie. Ja,
Dann würde ich sagen, bevor wir dann noch mal ein kleines Zwischengespräch über andere Dinge machen, kommen wir doch mal zu der Mail, die ihr geschickt habt, die am 31. August gekommen ist, was jetzt in die Auslieferung gekommen ist. Auf was kann sich jetzt der Modellbahnfreund freuen? Ja. Vor allen Dingen im TT-Bereich, denke ich mal, oder? Ja, im TT-Bereich, aber wir haben auch eine ganz, ganz wichtige H0-Neuheit haben wir mit ausgeliefert, wo wir gerade drüber sprechen, H0-Neuheit. Wir haben ja nicht nur neben den TT-Sortiment haben wir ja auch das H0-Sortiment und das Schmalspur-Sortiment. Und da hatten wir in den Frühjahrsneuheiten hatten wir für die H0-Bahner ein Zweier-Set Containertragwagen mit den berühmten Postcontainern haben wir da angekündigt. Mhm. Und die haben wir dann jetzt im August ausgeliefert. Mhm. Den ersten großen Teil konnten vielleicht noch nicht unbedingt jeden Kunden damit mit glücklich machen, weil einfach die Vorbestellmenge so groß war, dass dann nochmal eine zweite Produktionscharge stattfinden wird. Aber das Tolle ist eben, wir wollen eben auch wieder dorthin kommen, wenn wir Neuheiten ankündigen, dass wir dann eben auch das, was wir ankündigen, auch in dem Jahr irgendwo versuchen, auch auszuliefern. Und das ist eben uns bei diesen H0-Post-Container-Tragwagen gelungen. Das ist uns bei den nächsten Formneuheit oder ich sage mal so teilweise Formneuheit, die wir im August angekündigt haben, ist es uns gelungen. Und zwar geht es darum um die Baureihe 249. Mhm. Das ist ja eine Zweikraftlokomotive vom Hersteller Siemens, die ja bei der Deutschen Bahn AG zu 150, 160 Stück beschafft wurde und jetzt so langsam ins Laufen kommt. Die Erprobungsphase ist durch. Die Serienlokomotiven werden jetzt an die Deutsche Bahn AG ausgeliefert. Die haben wir eben jetzt früher angekündigt und ist in der Auslieferung. Mhm. Und dann kommen die ja erstmal in der normalen Rotlackierung von der Deutschen Bahn AG oder kommen die dann auch mit Werbeaufklebern bzw. Werbeaufdrucken, wie die Maschinen ja teilweise laufen, oder? Na, ich sag mal so, Deutsche Bahn AG hat ja 150 Stück bestellt. Der größte Teil ist natürlich davon in normalen Verkehrsrot. Mhm. Wir hatten uns als erstes Modell, haben wir uns überlegt gehabt, Verkehrsrot, alles schick und schön. Aber man könnte ja vielleicht doch nochmal ein bisschen einen Eyecatcher machen. Und zwar haben wir dann eben mit einem Werbeaufdruck haben wir das erste Modell versehen, so wie es eben im Original rumgefahren ist und rumfährt, so in dieser Testphase. Natürlich wird es natürlich weitere Varianten davon geben. Mhm. Zum Beispiel ist ja für nächstes Jahr, oder haben wir ja jetzt zu den standardmäßigen Herbstneuheiten, werden ja immer die Club- und Galeriemodelle mit angekündigt. Mhm. Und da haben wir ja nochmal die Baureihe 249 angekündigt. Und zwar in dieser tollen Lackierung, wo es auf der einen Seite wie eben DB Cargo aussieht, also Verkehrsrot, und auf der anderen Seite die Anlehnung an die Baureihe 132 und V90 oder 290. Okay. Ja, genau. Interessantes Modell, würde ich sagen. Ja, ja. Kann man schon mal gucken. Mhm. Ist die vielleicht auf der Messe in Leipzig schon zu sehen? Nein, noch nicht. Nee, das denke ich mal noch nicht. Wird er noch nicht hinkriegen, ne? Ich denke mal, da werden wir bestimmt das eine oder andere hübsche Modell zeigen können, aber die, denke ich mal, wird wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten Jahres kommen, weil das ist, man muss dazu sagen, die Club- und Galeriemodelle, die, gerade was die Clubmodelle betrifft, die sind immer zum Tag der offenen Tür, was ja immer im Mitte Juni stattfindet, da lieferbar und die Galeriemodelle auch immer kurz davor, kurz danach, also ich denke mal in den Zeitraum. Ja, dann gibt es natürlich noch eine wunderhübsche, süße Dampflok, die jetzt gekommen ist. Persönlich muss ich sagen, das ist ein krasser Gegensatz zu dieser modernen E-Lok. Ja. Aber es ist ja auch ein Modell, was ja sehr gefragt war und ist vor allen Dingen. Ja, das ist die Baureihe 89. Baureihe 89 und zwar von der, in der Epoche 1, also als königlich-preußische Staatseisenbahn in dieser typischen damaligen Lackierung, wo das Gehäuse eben oben so ein ziemlich dunkles Grün hat. Das Fahrwerk eben nicht dieses knallige Rot hat wie dann spätere Dampflok, sondern so ein bisschen in dieses rotbräunliche Fahrwerk. Sicherlich ist jetzt keine Formneuheit, aber eine wichtige Ergänzung zu unserem doch, wie soll ich sagen, mittlerweile recht stattlichen Sortiment in der Epoche 1. Ich finde es ja vor allen Dingen mal eins interessant. Nachdem die Einheitsloks geboren wurden, die waren alle schwarz, hatten rote Räder in der Regel und das war's. Eigentlich ist die Epoche 1, die Länderbahnzeit, mit der heutigen Zeit Epoche 6, mit den bunten Lokomotiven eigentlich viel schöner, oder? Ja, ja, klar. Weil ich sag mal so, wenn man sich das überlegt, dass von damals und von heutzutage, damals gab es, jedes Land hat so seine eigenen Loks gehabt, ne?
Heutzutage ist es auch so, jede Privatbahn hat ihren eigenen Tripzug, jede Privatbahn hat ihren eigene Lok oder meinetwegen gebrauchte Loks, die sind kunterbunt, was ja irgendwo schön Wunderbar. Ist. Wunderbar, ich finde das ganz große Klasse, was dass also ein bisschen Farbe auf die Schiene kommt. Deswegen sage ich ja, man kann es ja fast damit vergleichen, die Länderbahnen hatten alle ihre Wagenfarben anders, teilweise braun, grün, blau, gelb, alles war vorhanden. Deswegen finde ich das immer sehr schön, also finde ich persönlich auch Länderbahnlokomotiven. Ja. Ja, eigentlich sehr, sehr schön. Man hat das ja gesehen, letztes Jahr, wir hatten vorhin schon ganz kurz darüber geredet, haben wir ja unsere neuen preußischen Schnellzugwagen angekündigt als Dreier-Set. Mit den ersten drei Wagen, dann waren ja in den Herbstneuheiten letztes Jahr noch der passende Speisewagen dazugekommen. Dieses Jahr haben wir noch das zweite Ergänzungsset zu diesen Epoche 1 Wagen dazu angekündigt in den Frühjahrsneuheiten und jetzt im Herbst dann eben nochmal so ein Postgepäckwagen. Wo ich eigentlich darauf hinkommen möchte, gerade diese Epoche 1 Lackierung, die sieht so toll aus, weil die ja eben dann diese grüne Farbgebung hat, dann sind so braune Anteile mit drin. Die späteren Epoche 3 sind zwar auch schön, weil sie eben auch sehr filigran sind, technisch wieder ein bisschen anders, aber die sind eben einfach nur grün. Deswegen, also mir persönlich gefallen die Epoche 1 auch am besten. Da gab man sich, glaube ich, noch richtig Mühe früher. Da wurden ja dann noch mit Pinsel und Farbe da noch Verzierungen reingemalt und so weiter. Hat was, muss ich sagen. Ja. So, dann kommt was Polnisches, würde ich sagen. Die PKP Cargo Lok. Ja. PKP Cargo Lok, die haben wir jetzt auch im August ausgeliefert. Mhm. Das ist natürlich von unseren, den Vectron haben wir ja nun schon ein paar Jahre im Sortiment in verschiedensten Ausführungen. Also als Mehrsystem-Lokomotive mit 2 oder mit 4 Stromabnehmern. Dann haben wir ja dann diese Dual Vectron, wo nur ein Stromabnehmer drauf ist und die dann eben noch ein Dieselaggregat drin hat. Und das ist eben dann eben eine, die bei der PKP Cargo fährt, in der aktuellsten Lackierung. Und ich finde, das ist ja im Original, ist es ja ein überarbeitetes Design. Ne? Ja. Früher war der Lokkasten größtenteils grau gewesen und relativ schlicht. Und vorne, glaube ich, die Fronten waren auch ein bisschen anders. Und jetzt durch dieses schöne dunkle Blau und dann dieses knallige Grün an den Rundungen. Das fällt schon auf, ich finde. Zumal ja auch diese Loks ja auch auf den Anlagen des Modellbahnfreundes durchaus einsetzbar sind. Ich weiß es aus der Berliner Gegend, dass also zum Beispiel die PKP Cargo Loks ja über Frankfurt oder auch bis Berlin kommen. Also man kann also mit solchen Zügen durchaus, und die fahren ja auch ganz Züge quer durch Deutschland, kann man also, liebe Freunde, durchaus einsetzen. Das ist also jetzt nicht gedacht, wieder eine PKP-Lok, die brauche ich nicht, das ist Quatsch, denke ich mal. Sondern man kann die durchaus länderübergreifend einsetzen. Das findet man zum Beispiel auch, wenn man im Norden oben ist, dass die dänischen Loks bis Hamburg kommen und teilweise auch noch weiter. Habe ich auch schon in Berlin gesehen, die dänischen Loks, aber auch niederländische Lokomotiven. Das ist also nichts Neues mehr. Im Grunde genommen ist das eigentlich auch schön für den Modellbahnhersteller, weil er ja nicht das Risiko hat, wird vielleicht nicht gekauft, weil ausländische Lok, das geht überhaupt nicht, aber in dem Falle geht's. Ja, ich sag mal so, wenn ich mir überlege, hier bei uns in der Sächsischen Schweiz, wenn man nur sich die 15 Kilometer auf den Weg macht und nach Bad Janda fährt, da ist ja nun wirklich ein großer Korridor, da kommen ja die ganzen Züge, von Österreich über die Tschechei nach Deutschland bis nach Hamburg hochfahren. Genau. Die ganzen Intercities und Eurocities, da sind manchmal ungarische Züge, die dann eben aus Bratislava kommen. Und ich sag mal so, die sieht man in Ungarn, die sieht man in der Tschechei, in Deutschland, die fahren bis nach Hamburg hoch. Ja. Deswegen. Und im Grunde genommen sind es ja auch die gleichen Loks, die auch in Deutschland fährt. Das ist ja schon europäisch vereinheitlicht. Es wechselt nur der Lokführer und dann geht es weiter. Und unsere Loks, umgedreht ist es ja genauso. Ich sag mal so, unsere Vectrons, die fahren ja auch bis runter nach Italien mitunter. Genau. Ne? Je nachdem, was die für ein Zugpaket da drin haben, die sind europaweit unterwegs. Mhm. Wenn man sich die Loks anguckt, dieses Raster, wo manche Loks überall zugelassen sind, also das ist, also universeller geht es bald nicht mehr. Genau. Dann kommen wir noch zu einem Lokklassiker, liebe Freunde, der jetzt auch im Sommer Tillich rausbringt oder ausliefert, die V100. Ja, die V100. In Verkehrsrot oder Altrot? Ja, sagen wir so, in Altrot, und zwar, das müsste dann die Epoche 4 Maschine sein, also als 212. Mhm. Die haben wir jetzt zu Ende August haben wir die angekündigt. In den Herbst nur hätten. Und das ist auch das erste Modell, was jetzt lieferbar sein wird. Mhm. Ja.
Und kommen die dann vielleicht wahrscheinlich noch, man kann die Lok ja dann auch noch in weiteren Farbvarianten dann irgendwann später sicherlich machen, oder? Ja, ich sag mal so, das ist jetzt keine Formneuheit, das ist eben eine weitere Farbvariante. Eine Ergänzung sozusagen. Eine Ergänzung zu dem passenden Sortiment, weil auch für die Deutsche Bundesbahn, ob das Epoche 3, Epoche 4 ist, haben wir mittlerweile doch recht viel, was Güterwagen betrifft, zweiachsig, vierachsig oder dann, ich sag mal so, die vierachsigen großen Personenwagen, die Intercity oder ja, die Bauart M, sage ich jetzt einfach mal so, was dann eben die Schnellzugwagen oder die Intercity-Wagen dann später waren, haben wir ja gutes Sortiment. Ja. So Sven, jetzt sind wir faktisch erstmal mit den Auslieferungsneuheiten durch, die jetzt im Sommer gekommen sind. Genau, genau. So, dann haben wir ja noch das Problem Herbstneuheiten. Herbstneuheiten, genau, da hat man eben gerade drüber geredet. Mhm. Herbstneuheiten, sicherlich standardmäßig, wie es eben auch viele andere Firmen machen, bieten wir eben im Herbst auch noch ein gewisses Sortiment an Herbstneuheiten mit an. Die gibt es übrigens, liebe Freunde, in diesem Katalog. Ich greife einfach mal nach hinten. Also im Katalog sind sie schon da, aber wie gesagt, jede Auslieferung hat immer zwei Seiten. Das sind die Herbstneuheiten, die im Laufe des Herbstes, also ab, sagen wir mal, ab heute gerechnet, bis Ende des Jahres zur Auslieferung kommen können. Genau, genau. Ich sage mal so bis Ende des Jahres oder vielleicht Anfang des nächsten Jahres, weil ja, je nachdem, es sind noch ein paar Sachen mit drin, gerade was zu die Lautsprecherboxen betrifft. Die sind in der Entwicklung, in den Formbau. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal so, bloß lapidare Lautsprecherboxen sind für die Dampfloks, trotzdem muss da noch eine Form dafür gebaut werden oder die ist gerade im Formbau, dann muss das ja alles noch abgestimmt werden, passen diese mehr Teile zusammen und dann, wenn das dann soweit ist, kann es dann eben auch produziert werden. Also haben wir ja als Modellbahner, als TT, H0, H0E und H0M-Bahner sozusagen immer noch ein bisschen Vorfreude bis Weihnachten, dass also der größte Teil möglicherweise dann auch auf den Gabentisch kommt. Ja. Ich werde auch Sie, liebe Freunde, da draußen an dem Bildschirm natürlich immer ein bisschen auf den Laufenden halten, wenn wieder was Neues zu berichten gibt und wenn was in Auslieferung kommt. Sven sagt mir das und dann wird das auch in einer nächsten Sendung dann sofort von mir natürlich auch angesprochen werden, dass es dann also auch rausgeht. Ja, wir hatten ja vorhin gesagt, das Problem ist Belieferung, das Problem ist Konstruktion, es dauert alles seine Zeit und manchmal liegt dir der Teufel im Detail, die Krux, dass dann irgendwas nicht funktioniert und es sich dann verzögert und letztendlich muss man dann alle auch die Geduld haben, denn jeder will ja auch ein vernünftiges Modell auf der Anlage haben, es soll ja auch funktionieren. Ja. Apropos vernünftiges Modell. Ja. Sie können es jetzt leider nicht sehen, muss ich sagen, aber rechts neben mir stehen da ganz tolle Sachen, die auch in der Frühjahrsankündigung sozusagen in Dortmund gemacht worden sind und teilweise schon recht ordentlich aussehen, aber eben noch nicht in die Auslieferung kommen, weil das ein oder andere Detail noch fehlt, denke ich mal. Ja, teilweise fehlt eben noch das ein oder andere Detail, obwohl man da sagen kann, das, was du jetzt dort drüben so siehst, größtenteils, was die Konstruktion betrifft, abgeschlossen ist. Ja. Ne? Wo wir gerade drüber reden, wir hatten ja anfangs schon gesprochen gehabt, das war ja schon, das erste halbe Jahr war ja schon recht erfolgreich gewesen in vielerlei Hinsicht. Eben auch in der Hinsicht, dass wir eben dieses Jahr wirklich eine wahre Flut an Formneuheiten mit angekündigt. Das stimmt, haben. Also ich hatte ja dem Heiner Groh gesagt, dann hol erst mal Luft, sag mal. Es ist ja unglaublich, was du dieses Jahr also faktisch rausbringst. Gehen wir doch mal eine Reihe nach durch. Die Leute sind schon ganz neugierig, was hier drüben auf dem Tisch steht, was wir jetzt kurz besprechen wollen. Wo fangen wir an? Ich meine, es gefällt mir alles, aber fangen wir vorn an bei dem Güterwagen? Oder? In dem Fall ist es jetzt ein zweiachsiger Güterwagen, nennt sich im Original die Bauart FBS. Das ist ein Güterwagen, den wir zum einen dafür konstruiert haben für das Startsortiment, um ein weiteres günstiges Modell mit anzubieten. Aber das ist von vornherein in der Konstruktion schon so eingeplant und so konzipiert, dass wir dieses Modell dann eben auch als hochwertiges Modell mit anbieten können. Es wird sich in dem Falle zeigen, durch eine höherwertige Lackierung, also vollständige Lackierung. Das ist ja bei Einsteigermodellen manchmal etwas abgespeckt, ein bisschen abgespeckt. Und zum anderen wird es sich natürlich zeigen, dass man dann eben noch
die Griffstangen, die daran gehören, noch mit beilegt oder schon mit montiert. Die Rangiertritte werden mit dabei sein oder dass man eben auch die Kupplungsattrappen, Bremsschläuche eben auch mit darstellt und mit anbietet. Oder zum Beispiel das Handbremsrad zum Beispiel. Oder das sind alles so, sind zwar bloß alles Kleinigkeiten, aber das macht das Modell nochmal ein bisschen runter und dadurch kostet es eben 1,02 Euro mehr. Einmal. Ja, Peter. Jetzt kommen wir natürlich zu zwei Lokomotiven. Wie sagt man, eine Ludmilla oder zwei Ludmillen oder wie ist das die Mehrzahl? Das ist ja auch so mittlerweile eine Kultlokomotive, die Ludmillas. Die ist ja nicht neu, die Lok, im Sortiment sozusagen, aber sie kommt jetzt neu. Na genau. Ich sag mal so, die ist in zweierlei Hinsicht nicht neu, weil im Original ist er ja seit 1974 im Betrieb. Ist ja eine Lok, die damals in der heutigen Ukraine eben hergestellt wurde. Mhm. Das ist eine große Baureihe 132, wie sie heutzutage genannt wird, oder 241 und zu DDR-Zeiten eben die 132er. Das ist eben so diese Standardlokomotive für einen ordentlichen Güterzug, für einen ordentlichen Personenzug, weil die haben ja gerade zur DDR-Zeit oder nach der Wende haben die ja wirklich noch richtig groß schwere Schnellzüge gezogen über die Frankenwaldtrampe oder wo auch immer lang. Die wurden ja auch, würde ich sagen, die hatten ja auch die zweite Renaissance erlebt, die Ludmillas, muss ich sagen, die wurden im AW Cottbus dann umgebaut mit Caterpillar-Motoren, die haben andere Motoren bekommen, umweltfreundliche Motoren, stärkere Motoren, sodass also praktisch die Deutsche Bahn eigentlich froh sein konnte, dass sie diese Maschinen haben, muss ich mal sagen. Und das ist eben so das Schöne, das wird wahrscheinlich wie später auch mal so sein. Heutzutage kennt man eben noch einen alten Mercedes, heutzutage kennt man einen alten BMW, die 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind. Mhm. Das gibt es eben alles. Warum gibt es das? Weil das eben reine Mechanik ist. Eben, ne? So ist es eben bei dieser Diesellok auch. Das ist eine elektromechanische, dieselmechanische Diesellokomotive. Da ist eben wirklich, da kann man noch was reparieren daran. Mhm. Ich denke mal, früher oder später bei Vectron oder man sieht es aktuell bei der Baureihe 101, die jetzt mittlerweile zum Bender geht. Ja, sagen wir mal so, ich meine, bei der Ludmilla konnte man noch mit einem großen Schraubenschlüssel und einem Hammer ran. Bei den moderneren Lokomotiven vielleicht noch mit einem Phasenprüfer und das war's dann. Genau. So ungefähr, heutzutage, ne? Wenn die Platine nicht mehr hergestellt wird und wenn das lässt sich vielleicht noch regeln, aber wenn dann irgendwelche viele Teile nicht mehr hergestellt werden, dann muss die Lok leider dann aufs Abstellgleis. Mhm. Und das ist eben bei der Ludmilla seit 50 Jahren jetzt im Dienst, nicht nur bei der Deutschen Reichsbahn oder Deutschen Bahn AG, die ist ja europaweit unterwegs. Wie gesagt, die Lokomotiven haben einen großen Plänenkreis mittlerweile. In welchen Ausführungen werden denn die kommen? Na, ich sag mal so, wir hatten die ja jetzt im Frühjahr in drei verschiedenen Ausführungen angekündigt. Zum einen erstmal als eine normale Deutsche Reichsbahn-Variante. Mhm. Dann hat man sie nochmal als DB Cargo-Variante angekündigt. Und ich muss mich korrigieren, es waren vier Varianten gewesen. Mhm. In den Eimerauflagen, wo wir sagen, okay, da gibt es einen gewissen Kundenklientel, die sich das zutrauen. Aber das ist dann eben kein Artikel für einen normalen Katalog, fürs längere Sortiment. Haben wir sie dann eben nochmal als EBS Cargo als Baureihe 241 angekündigt und eben als sogenannte Filmlok, die damals bei einem Kinofilm mitspielen sollte. Die wurde auch im Film gedreht, aber ist nie auf die Leinwand gekommen. Mhm. Zwar nannte sich der Film Die Bourne-Identität. Mhm. Ist ein recht bunte Lok, aber trotzdem, wir haben uns gefreut, dass es doch viele Fans davon gab, die Lok gekauft haben. Und es ist ja auch eine dankbare Lok für den Modellbahnhersteller. Man kann die ja wirklich in sehr vielen verschiedenen auch Bedruckungsvarianten bringen. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, weil ja auch, wie du hast ja vorhin schon erwähnt, dass viele Privatbahnen auch diese Loks sehr gerne fahren und haben. Genau. Es gibt ja wieder Loks, die wieder entstanden sind, neu, muss ich sagen. Die Presse hat, glaube ich, eine alte Reichsbahnlackierung, so wie sie also faktisch ausgeliefert worden ist. Es gibt also wirklich 1000 Varianten. Und was man auch dazu sagen muss, liebe Freunde, es wird ja nicht nur altes Eisen neu aufgelegt, sondern hier hat ja auch die Technik, die Modellbahntechnik wurde ja verändert, teilweise neu konstruiert. Ja, ich sag mal so, die Lok gibt es ja schon seit Ende der 90er Jahre von ich sag mal so, Konkurrent oder ich sag mal so, von Mitbewerber, klingt besser als Konkurrent. Mitbewerber gibt es die ja nun schon in x verschiedenen Varianten. Wir haben sie eben jetzt neu gemacht, einfach aus dem Grund,
die ist 50 Jahre im Betrieb und in diesen 50 Jahren, wenn man sich etwas näher mit dieser Lok befasst, wird man schnell merken, dass es in diesen 50 Jahren, wo die im Betrieb ist, doch sehr, sehr viele Umbauten gab. Ne? Mhm. Also du hattest es vorhin schon erwähnt gehabt, andere Motoren mit eingebaut. Das wirkte sich natürlich dann mitunter eben auch bei den seitlichen Lüftern aus, das wirkte sich oben bei den Hauptlüftern aus oder bei diesen Lüftern für den Bremswiderstand. Alles das können wir ja im Modell darstellen. Also wir haben die Möglichkeit, 13 verschiedene Gehäusevarianten zu machen, wo wir, sagen wir so, das Vertretbare, was irgendwo möglich ist, wo es die meisten Varianten gibt, dann ins Modell umzusetzen. Mhm. Wir können 3 verschiedene Dachvarianten machen, wir haben verschiedene Lüftervarianten, was im oberen Bereich ist. Es gibt 2 verschiedene Drehgestellvarianten, wir können im Frontbereich unterschiedliche Griffstangen darstellen, weil die hat über die Jahre eben auch unterschiedliche Anordnung der Griffstangen gehabt. Ja, und ich sag mal so, mitunter sieht man es, die eine hat mehr Fenster, die andere weniger, dafür hat die wieder mehr Lüfter. All das sind zwar alles so minimale Details. Kosten aber Zeit. Kostet Zeit und deswegen, weil wir immer gefragt haben, meine Güte, warum dauert sowas lange? Mhm. Ja, sowas, ich sag mal, bevor wir es ankündigen, können gut und gerne mal 3 Jahre ins Land gehen. Einfach deswegen schon an sich die ganze Recherche, was dazugehört. Was für Varianten gibt es? In wie vielen Epochen kann ich das einsetzen? Was gibt es so für Besonderheiten bei dieser Lok? Kann ich die auch in anderen Bundesländern oder in anderen europäischen Ländern einsetzen? Schon diese ganze Recherche kostet viel Zeit und Mühe und dann geht es eben darum, Vorbildinformationen zu bekommen, Lokzeichnungen zu bekommen, dass man eben die Lok nach Möglichkeit so maßgenau wie möglich darstellen kann. Dann fährt man eben in gewisse BWs, fotografiert vielleicht nochmal, vermisst man dort, das braucht wieder Zeit. Ja, und dann geht es eben daran, wenn man alle Sachen zusammengesucht hat und zusammengesammelt hat, geht es an die Konstruktion. Das dauert auch nochmal ein paar Monate, weil das ja heutzutage nicht mehr am Reißbrett gemacht wird, am Computer. Könnte man zwar sagen, der macht ja vieles selber, drückt man auf den Knopf und das geht dann. So einfach ist es nicht. Dann wird das am Computer simuliert, ob das dann eben doch alles so funktioniert. Kommt die Lok durch die Kurve durch, hat die Kupplung, wenn man da eine reinsteckt, ist die dann auch noch beweglich genug, überkuppelt oder überpuffert da was nicht. Ja, haut das mit der Geschwindigkeit hin, haben wir die Übersetzung richtig gemacht. Ja, wenn das dann abgeschlossen ist, geht es eigentlich in den Formbau und da gibt es ja dann auch verschiedene Abmusterungsphasen. Also es wird nicht so sein, der Formbauer setzt sich hin, baut die ganze Formen und das funktioniert alles von Anfang an. Das ist eben nicht so. Das, was am Computer funktioniert, muss dann im Original oder ich sag mal so im Modell noch lange nicht so sein. Ja. Sie haben es gehört, liebe Freunde. Also ich halte jetzt schon langsam die Luft an. Das, was er jetzt hier runtergerasselt hat, also was für Arbeitsschritte da dort sind, kann sich jeder jetzt wirklich vorstellen, so ein bisschen mit Fantasie, dass das nicht ganz so einfach ist. Und dann ist es lieber so, die kommt etwas später, die Lok. Es ist dann zwar für den einen oder anderen vielleicht ärgerlich, weil er das für einen bestimmten Zweck gebraucht hat, die Lok, oder weil er sie haben wollte. Aber letztendlich ist es so, bevor dann wieder die Pufferküsser und Nietenzähler kommen, ich muss es ja mal so sagen, sagen, was hat denn Tillich da gemacht? Haben die das nicht gesehen? Ja. Sie sehen also, es steckt unheimlich viel Arbeit drin. Und das hast du hervorragend gerade dargestellt. Was ich vielleicht noch erwähnen will, das geht ja nicht nur um das Äußere, es geht eben auch um das Innere. Mittlerweile, ich meine, früher wissen wir das ganz genau, da hat man unter dem Christbaum hat man sein Oval gehabt oder man hat seine kleine Modelleisenbahn gehabt, da konnte man damit spielen, war alles schick und schön. Heutzutage durch die ganze fortschreitende Technologie, die hat ja nun mittlerweile auch nicht vor der Modellbahn zum Glück nicht Halt gemacht. Die Lok kann man digitalisieren, standardmäßig, man kann den Sound einbauen, da kann sich jeder überlegen, was er einbaut, ob das nun der von A oder von B Hersteller ist. Und dann kommt es noch natürlich dazu, was eben auch Zeit kostet, diese Platine, die da drin ist. Früher war es eine Platine, da waren ein paar Leiterbahnen aufgebracht und da gab es 2 Glühbirnchen, damit war es das. Aber heutzutage ist es eben so, die Lok ist vorbereitet, man kann eine digitale Kupplung nachrüsten. Dann ist es so, die ganzen Rangierlichter kann man ja auch alle schalten. Ne? Mhm. Das Fernlicht kann man schalten. Und das ist ja in 50 Jahren doch recht unterschiedlich gewesen. Ne? Und es ist sehr enorm, was ihr reinbastelt. Also im TT-Bereich, da ich ja nun ja auch bekennender TT-Bahner bin umgestiegen von H0 aus Platzgründen. Aber ich denke mal, ich habe keinen schlechten Tausch gemacht. Ganz im Gegenteil, wenn ich
an die TT-Bahn zu DDR-Zeiten denke, Zeuge und so weiter, als die angefangen haben, das zu produzieren, BTTB zum Beispiel, wobei die waren schon etwas besser, auch von der Detaillierung, aber die ersten TT-Bahnen waren doch abschreckend, muss ich sagen, gegenüber H0-Bahnern. Und wenn man sich überlegt, was jetzt alles möglich ist, erstmal von der Detaillierung, das ist schon mal unglaublich, also das steht H0 überhaupt nichts nach, muss man sagen. Also es gibt fast nichts, was es nicht gibt, selbst wenn man sich die Drehgestelle anguckt, da bleibt einem fast der Atem weg. Dazu kommt, dass die Elektronik reingebastelt wird. Die Elektronik muss auch passen und die Elektronik, die Leiterplatten werden ja meistens Fernost gefertigt, die müssen dann auch erstmal herkommen, die müssen auch konstruiert werden, das muss alles ein bisschen passen. Es ist schon enorm viel Arbeit und enorm viel Technik in so einer kleinen Lok. Also muss ich sagen, mal wieder Hut ab, was er da so macht. Ja, ja, genau. Und zum Glück ist es eben so im Frühjahr angekündigt und die wird dieses Jahr definitiv noch ausgeliefert werden, weil wir einfach auch davon weg wollen. Wir haben ja noch so ein paar Langläufer, wie zum Beispiel die 78er, die auch zum Glück dieses Jahr dann kommt, Stück für Stück. Oder dann meinetwegen im Schmalspurbereich haben wir noch die sogenannte Mallet, also die eine 99er. Die ist auch seit 21 angekündigt, die wird sich noch ein bisschen verschieben. Aber wir wollen weg davon. Wir wollen einfach dahin, wir kündigen es an. Und dann sollte es irgendwo auch dieses Jahr dann kommen. Ja. Ich würde sagen, das ist erstmal eine ganz tolle Einstellung, denn der Modellbahner ärgert sich bloß maßlos, weil er sagt, ich habe hier so einen tollen Katalog. Da ist so viel Zeug drin und ich kriege nichts davon. Also insofern ist es schon ganz gut. Herbstneuheiten, Stichtag ab die Woche bis Ende Dezember. Vielleicht auch noch im Januar was rein, bis die Neuheiten kommen. Aber das ist das, worauf sich Modellbahner dann verlassen kann, dass jetzt in den letzten Quartalen sozusagen die Sachen angefasst werden. Ja, auf jeden Fall. No. So, jetzt haben wir doch noch eine kleine Talkrunde hingekriegt zwischen den Vorstellungen. Ich finde das ja auch mal ganz interessant, dass ein Modellbahner da nicht so trocken gesagt kriegt, Artikelnummer, das kommt, Artikelnummer, das kommt, sondern ich finde es schön, dass man sich auch mal darüber unterhalten kann, was eigentlich alles so für Arbeit in diesem kleinen Modell steckt. Ja, klar, das ist uns ganz wichtig. Und ich sage mal so, ich denke mal, viele kennen sich mit der Materie aus, aber für viele... Es gibt viele Modellbahner oder Hobbyisten, die kaufen sich das Modell, weil es eben schön ist, aber die stecken vielleicht nicht ganz so tief in der Materie drin. Mhm. Und ich denke mal, auch wenn man mit diesen Erklärungen, die wir eben jetzt hier machen oder die wir dann in Dortmund machen und wenn wir das per YouTube irgendwo veröffentlichen, dass wir die Kunden vielleicht auch noch mit ein bisschen abholen, die dann selber merken, ach Mensch, das ist ja auch nicht verkehrt, dass da noch die andere oder die Variante möglich ist, die feinen Unterschiede. Mir fällt gerade noch was ein, aber das macht man dann zum Schluss. Ja. Es geht ja auch immer um Wunschvorstellungen von Modellbahnern. Da habe ich ja neulich oder gestern, ich muss immer dazu sagen, ich bin ja auch immer heimlicher oder stiller Mitleser, so muss man sagen, in bestimmten Foren, bei bestimmten Gruppen, auch in Facebook. Ich bekomme vieles mit, schüttle über manches den Kopf, aber da reden wir dann gleich nochmal drüber. Können wir gerne machen. Auf jeden Fall, weil ich dazu auch eine Meinung habe und du sicherlich auch. Ja, sicherlich. Okay, klar. Kommen wir jetzt erstmal zu den nächsten Wagen. Das sind diese, wie sagt man, Silowagen? Ja, Silowagen, Staubsilowagen. Also das sind eben Staubsilowagen für nässeempfindliche Schüttgüter. Das ist ein Modell, was es im Original in der Tschechei hergestellt wurde, was es eben auch in mehreren hunderten Varianten oder ich sag mal so Stück gibt in verschiedenen Varianten. Erstmals jetzt in TT. Vor vielen Jahren gab es das schon mal von so einem Kleindesignhersteller aus der Tschechei. Wir haben uns aber gesagt, das ist eben ein sehr markantes Modell. Diese FACS-Wagen, vierachsig, ist ein interessantes Modell, weil es eben nicht nur in der Tschechei einzusetzbar ist. Die Wagen sind eben auch bis nach Polen gefahren, die sind in der Slowakei unterwegs, derzeit und damals. Und ich glaube, mittlerweile fahren die auch noch immer noch bis nach Deutschland. Also die sind auch wieder so, dass man sie eben über viele Länder mit einsetzen kann. Und weil sie eben doch recht filigran sind im Original und auch im Modell. Und sie sind Exoten, die also auch so ein bisschen so ein Hingucker sind bei den Zügen. Genau. Wenn man Güterzüge bille, plötzlich kommt dann so ein Silowagen gefahren, den man gar nicht so kennt, der also gar nicht so fassbar ist. Ich finde die also sehr schön, eine sehr hübsche Idee. Kommen die noch bedruckt? Sind die so schon fertig, wie wir sie jetzt im Bild sehen? Also ich sag mal so, wie sie dort stehen, das sind die Modelle aus den ersten Formen. Ich denke mal, das sollte eigentlich auch nichts dagegen sprechen, dass die dieses Jahr noch kommen, weil ich glaube, der Formbau ist soweit abgesegnet.
die sind jetzt wirklich das erste Mal so aus ersten Formteilen, deswegen stimmen die Farben hier und da nicht. Mhm. Einfach um zu sehen, passt das alles so zusammen. Mhm. Und manchmal ist es ja eben so, warum macht man das, dass es dann manchmal ein orangenes Drehgestell gibt oder ein pinkes Drehgestell mit irgendwelchen grauen Ansatzteilen. Das macht man deswegen, wenn so ein Drehgestell zum Beispiel aus mehreren Teilen besteht. Man kann das eben besser sehen, wenn man ziemlich kontrastreiche Farben verwendet, mhm. um zu sehen, von diesem Schlingerdämpfer zum Beispiel, sitzt der richtig, hat er die richtige Rundung und so. Das kann man besser erkennen, als wäre das ganze Drehgestell in schwarz oder in grau. Das mhm. geht verloren. Deswegen sind da eben bei diesen Modellen, die dort stehen, eben noch so diese Fehlfarben. Und da kommt dann sehr schöne Modelle, würde ich sagen. Wunderbar. Hingucker auf jeden Fall. Und da freuen wir uns mal, wenn die dann erscheinen werden. Sicherlich auch noch dieses Jahr. Ich gehe stark davon aus, weil ich sage mal so, Konstruktion abgeschlossen, Formbau abgeschlossen. Vielleicht sind noch Kleinigkeiten mit dran zu machen, aber ich gehe davon aus, dass die dieses Jahr noch kommen. Okay. Dann gibt es natürlich wieder Wagen, die sind ja erst nach der Wende so richtig in Fahrt gekommen. In der DDR waren sie ja gang und gäbe, die Doppelstockwagen, muss ich dazu sagen. Der Waggon war Görlitz, war ja führend im Doppelstockwagenbau, da wurden ja auch die ersten Doppelstockwagen, die bei der Hamburg-Büchner Eisenbahn auch liefen, gebaut. Mhm. Jetzt werden die Wagen in ganz Europa gebaut. Also der Görlitzer Maschinenbau hat so ein bisschen sein Monopol, leider Gottes, aufgrund der vielen Besitzer, die da schon waren, ob das jetzt Alstom war oder ob das Bombardier war. Ist alles so ein bisschen wischiwaschi geworden. Es tut mir der Seele weh, weil ich weiß, dass die Görlitzer im Doppelstockwagenbau wirklich führend waren und also ganz tolle Wagen, wenn man sich das mal anguckt, gibt ja viele Filme auch. Aber es geht nicht um alte Doppelstockwagen, sondern es geht hier um moderne Doppelstockwagen, so wie wir sie heute in den Wendezügen sehen. Ob das jetzt Görlitz sind, kann ich nicht beurteilen, glaube ich nicht. Ich sage mal so, dadurch, die Wagen, die wir jetzt im Frühjahr angekündigt haben, gehören ja alles zur Deutschen Bahn AG, mhm. Hat ja wirklich viele, viele gekauft. Und die sind je nachdem, wo sie eingesetzt werden, die wir jetzt angekündigt sind, sind erstmal hier auf der Dresdner Linie mhm. eingesetzt, also bei der VVO. Die fahren dann eben, ich sag mal so, von Meißen über Dresden bis nach Bad Schandau und weiter oder eben in den ganzen Dresdner Raum. Und es wird natürlich dann in Zukunft auch noch andere Varianten geben, weil es gibt ja auch noch welche, die im Leipziger Raum fahren, im Berliner Raum fahren oder im Schwarzwald oder so. Mhm. Und bei diesen Wagen ist es eben so, früher war das eben so gewesen, da gab es eben die Wagen, die waren verkehrsrot lackiert und sind eigentlich überall im Einsatz gewesen. Mittlerweile, jeder Verkehrsverbund unterscheidet sich immer ein bisschen durch eine andere Bedruckung. Deswegen so richtig neutrale Doppelstockwagen von dieser Variante ist uns erstmal nicht bekannt, wenn es natürlich Kunden gibt oder also Zuschauer gibt, die uns zeigen können, dass es die Wagen auch noch in einer neutralen Variante gibt, dann werden wir die natürlich auch gerne produzieren. Mhm. Aber bisher ist es eben so, dass wir eben wissen, dass es eine Dresdner, eine Berliner und was weiß ich, eine Variante gibt. Es ist ja wirklich so, man sieht es ja auch immer meistens am Führerstand, an der Front, da steht das schon aufgedruckt, wie bei euch jetzt in Sachsen der Fall VVO. Ja. Man sieht die Ziege ja allenthalben fahren. Die haben dann in der Mitte teilweise auch noch zwischen den beiden Stockwerken auch noch Reklame kleben sowas. Also insofern ist es, mir gefallen die Wagen insofern ganz gut. A, muss ich sagen, weil ich weiß und auch schon jetzt gesehen habe und die Zuschauer sehen es jetzt auch gerade, die Wagen erstmal von der Detaillierung her hervorragend sind. Und was mich am meisten beeindruckt hat, es ist nicht nur in den Wagen eine dieselbe Inneneinrichtung drin, sondern da wird ja auch noch unterschieden. Ja, genau. Also man sieht es ja jetzt da drüben schon oder es wird dann eben mit eingeblendet. Diese Doppelstockwagen, je nachdem in welcher Region die fahren, sind ja vom Besteller, also von Verkehrsbetrieb, sind die ja unterschiedlich bestuhlt. Mal gibt es mehr mit Erste-Klasse-Abteil, mal weniger. Dann gibt es welche mit Behindertenabteil, mit Fahrradabteil. Dann weiß ich, dass es in manchen Regionen auch noch sowas gibt, gerade so in diesem Mitteldeck, dass man gewisse Fenster weggelassen hat, weil man gesagt hat, okay, die sind auf sehr großen Strecken unterwegs, dass die Kunden vielleicht hier nochmal eine Cola ziehen können oder mal einen Snack holen. Das hat man eben dort an dieser Stelle einen Snackautomaten mit eingebaut. All das kann man von außen eben darstellen, durch die andere Anordnung von den Fenstern und innen drinnen natürlich auch
Da müsst ihr natürlich nachziehen, ne? Das ist ganz klar. Da müssen natürlich auch die Inneneinrichtungen rein, die da hingehören. Genau. Also ich sage mal so, wenn ich dir jetzt rechtlich gucke, sind es ungefähr mindestens 9 verschiedene Inneneinrichtungsvarianten, die wir da durch darstellen können. Und da sind wir wieder, liebe Freunde, über das, was wir gerade gesagt haben, das kostet Kraft, Zeit und auch Nerven, denke ich mal, das dann so hinzukriegen, dass das auch stimmt. So, die sind aber jetzt weiß. Werden die jetzt noch farblich oder muss das der Kunde dann oder sagen wir der Modellbahner selber Hand annehmen? Naja, ich sag mal so, die haben jetzt so eine Art Lichtgrau, die Inneneinrichtung, die dann später in diesen Wagen, die wir auch dieses Jahr noch versuchen auszuliefern, die dann ausgeliefert werden, die werden so in diesen typischen, was bei Tillich üblich ist, in so einen Beige-Ton werden die ausgeliefert werden. Mhm. Einfach aus dem einfachen Grund, die sollen ja, man hat es ja jetzt in den Herbstneuheiten schon gesehen, die sollen auch eine Innenbeleuchtung bekommen. Also man kann die dann später, wenn man das möchte, kann man die noch nachrüsten. Und weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, wird man jetzt irgendwie eine dunkle, meine ich eine blaue Inneneinrichtung machen, wird das Licht vielleicht nicht so zur Geltung kommen. Ja, und so sagen wir eben, wir machen das recht neutral und der Kunde kann sich ja je nachdem das dann eben ausbauen und dann selber lackieren, weil egal wie man es macht, macht man eine komplett blaue Inneneinrichtung, stimmt das nicht, weil die Wände sind ohnehin alle blau oder der Fußboden ist nicht blau, weil er ist dunkelgrau, deswegen denke ich mal, ist das ganz gut so. Gute Idee. Wenn jetzt der eine oder andere fragt, ja, wann kommen denn endlich die Neuheiten? Ja, die habe ich Ihnen ja gesagt, ich muss es nochmal machen, im Katalog haben wir sie schon. Ja? Genau, und so, da sind auch die Herbstneuheiten. Da sind auch die Herbstneuheiten alle drin. Über das, was wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ist das, was bis 31.08. zur Auslieferung zu den Händlern gelangt ist. Mhm. Und über die Fahrzeuge, über die wir jetzt gesprochen haben, liebe Freunde, die Sie auch jetzt reichlich im Bild gesehen haben, diese Fahrzeuge sollen noch bis Ende des Jahres, so Gott will und alles klappt, ausgeliefert werden zu den Neuheiten, die hier angekündigt sind. Genau, Neuheiten vom Frühjahr oder Herbst eben dann. Ne? Ist ja alles nochmal dabei. Hier sieht man, E77 ist drauf. Ja, man sieht, ist die Schwester von der Elli. Genau. Ist nicht. Nee, also die, das ist auch das tolle Herbstneuheit, also Ende August angekündigt. Ja. Die ist, denke ich mal, spätestens zum Ende des Monats lieferbar. Gut, wir haben gehört, bis Ende des Monats. Das heißt also, ich bin in Leipzig. Auf der Messe? Ist sie da schon da? Leipzig auf der Messe? Ich denke ja. Ich denke ja. Ich denke schon, ja. Also spätestens Ende des Monats. Ich nehme ihn einfach beim Wort jetzt. Spätestens Ende des Monats muss es dann lieferbar sein. So, nun lese ich ja, oder besser gesagt so, ich komme ja zu einem Thema jetzt, was ich vorhin gesagt habe. Genau. Ich lese ja auch immer in Foren mit, als stiller Mitleser. Und bekomme auch immer die eine oder andere Meinung, teilweise ungeschminkt mit, was so erzählt wird. Wie ist denn das? Geht ihr auf Kundenwünsche direkt ein, beziehungsweise können denn Kunden bei euch was sich wünschen? So wie ich es gerade gemacht habe mit der 013. Also in vertretbaren Rahmen gehen wir natürlich auf die Kundenwünsche mit ein. Mhm. Ja. Wir bekommen ja, ich sag mal so, vielleicht nicht unbedingt täglich, aber wöchentlich kriegen wir ja doch den einen oder anderen Vorschlag entweder per Brief oder eben per E-Mail an uns geschickt. Das sammeln wir natürlich, das geben wir in unserer Produktentwicklung weiter und wird zu gegebenenfalls, also wenn wir die nächsten Neuheiten so besprechen, werden natürlich diese Vorschläge alle mit betrachtet und geguckt. Und zum anderen ist es eben so, wir betreiben das auch aktiv, dass wir die Kunden mit einladen. Sagt uns doch, was wünscht ihr euch denn? Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, wir haben ja einen Tillich Club noch nebenbei. Der Tillich Club hat ungefähr knapp 5000 Mitglieder. Mhm. Und eine Clubleistung davon ist eben, dass der Clubkunde viermal im Jahr eine Clubzeitschrift bekommt. Und in der letzten Zeitschrift, die wir jetzt ausgeliefert hatten, war eine Umfrage mit dabei gewesen. Da ging es, waren, ich glaube, 40, 50 Fragen waren das. Und unter anderem ging das eben auch darum, lieber Kunde, was wünschst du dir denn? Was wünschst du dir denn an Dampflokomotiven, an Diesellokomotiven, an E-Lokomotiven, Güterwagen, Personenwagen? Die Rückführung ist jetzt mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Wir haben das alles gesichtet und in eine Datei überführt und können eben jetzt uns ranmachen, welche Tendenzen kann man denn so erkennen bei Dampfloks und Dieselloks. Diese Umfrage, muss man dazu sagen, haben wir schon vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren haben wir die schon mal gemacht, dass wir unsere Kunden gefragt haben, da waren eben auch so Fragen drin gewesen.
Wir würden uns wünschen, wenn er mal diese preußischen Schnellzugwagen macht. Sieht man ja, sind ja jetzt mittlerweile lieferbar. Wir würden uns wünschen, dass es eine E77 gibt. Ist lieferbar. Oder nee, das eine oder andere. Oder meinetwegen moderne Doppelstockwagen, ja, haben sie sich auch gewünscht. Ne? Also ich sag mal so, liebend gerne. Wir nehmen die Vorschläge gerne an. Und gegebenenfalls, wenn sich das irgendwo rechnet, werden wir natürlich die Sachen auch umsetzen. Wenn es natürlich irgendwo, manchmal sind wirklich viele Vorschläge dabei, die sich manchmal nicht unbedingt umsetzen lassen, weil es die Lok dann vielleicht wirklich nur in der Epoche 1 gegeben hat. Und die ist dann eben nur in Preußen zum Beispiel gefahren. Oder es gab im Original 2 Modelle. Dann wird es eben schwierig, weil das ist so eine Konstruktion, Entwicklung, das kostet richtig viel Geld. Man und die möchte Lok muss verkauft werden. Genau. Man muss eben zusehen, dass man nach Möglichkeit so viel wie möglich daraus machen kann. Und bei 2 Modellen im Original ist manchmal schwierig. Also, dann gibt es ja auch Leute, wo ich auch manchmal selber den Kopf schüttle, die dann anfangen, ich hatte vorhin mal diesen Begriff, bitte nicht böse sein. Ich sage das nur so wieder, wie ich es immer lese, die Nietenzähler und Pufferküsser, die dann wirklich die Loks dann ins Detail auseinandernehmen und dann mächtig böse sind auf Tillich oder Pico oder wie sie alle heißen, warum haben die das nicht gemacht und warum muss das so aussehen und dann muss man ja auch als Hersteller manchmal sagen, es gibt Dinge, die ich als Kompromiss irgendwie fertigen muss. Ja. Ist ja bei euch sicherlich genauso. Ja, auf jeden Fall, weil alles kann man manchmal nicht umsetzen, weil es einfach, wie ich schon gesagt habe, anhand von einer Ludmilla oder von einem anderen Wagen, über die Jahre haben die ja viele Formänderungen durch die Lokomotiven. Und wenn es dann vielleicht mal einen so einen Ausreißer gab, der hatte eben, keine Ahnung, mal noch ganz andere Lüfter als die Lok. Und die wünscht man sich eben gerade. Manchmal lässt es eben nicht umsetzen. Manchmal muss man eben gewisse Kompromisse machen. Richtig. Und da muss auch der Modellbahner Kompromisse machen. Denn ich weiß es ja an mir selber. Es gibt manchmal Sachen, wo ich denke, ach, das könnte ich eigentlich haben. Aber da ich nun leider Gottes schon seit vielen Jahren Einblick habe, liebe Freunde, Sie können mir das glauben, lege ich das meistens ad acta, weil das immer so ein Einzelwunsch ist, den man hat vielleicht. Und Einzelwünsche können, also sagen wir mal, wenn sie jetzt nicht großserientauglich sind oder wo man sagt, tolle Idee, da können wir was machen, sicherlich nicht so realisieren, wie man das gerne möchte. Ne? Nee, selbst wenn es darum geht, wir werden ja auch immer öfters darauf hingewiesen, Mensch, ihr habt doch so einen ähnlichen Wagen, habt ihr doch im Sortiment. Ihr müsstet doch wirklich bloß die Türen ändern, ihr müsstet bloß das Fensterband ändern. Das hört sich manchmal nicht nach viel an, aber das hat wirklich sehr, sehr viele, das muss konstruiert werden, das muss in den Formen geändert werden. Und dann kommt es eben immer darauf an, die Formen sind ja unterschiedlich gebaut. Manchmal lässt sich das machen, weil dann kann man durch gewisse Seitenschiebe oder überhaupt generell Austauschteile, kann man dann wirklich sagen, okay, bei diesen Umbauwagen gab es eine Variante, die hat eben 2 Fenster weniger gehabt, dann lässt sich das umsetzen. Und bei den anderen Wagen oder Formen ist es eben nicht möglich. Man muss eben auch so sagen, es kommt immer darauf an, wie alt die Konstruktion ist. Heutzutage, deswegen dauert manches eben auch so lange, heutzutage die Varianten oder die Lokomotiven als Formneuheiten, die wir rausbringen, sehen wir schon immer zu, dass wir so viel wie möglich Varianten machen können, was rechnerisch möglich ist. Und dann ist das eben schon in der Konstruktion, schon in der Anfangsphase mit eingeplant. Und dann eben auch die Formen so gebaut, dass man vielleicht mal einen Teil von dieser Form rausnehmen kann und durch was anderes ersetzen kann und schon kann man wieder eine andere Variante machen. Ja. Bei älteren Formen ist das manchmal schwierig. Also Faustregel, liebe Freunde, ich habe das jetzt gerade so mitgekriegt und gelernt, wenn der Satz kommt, bloß, man braucht doch bloß, ist das wirklich immer mit viel Zeit und Arbeit verbunden, kann man das so sagen? Ja. Es ist so. Ja, auf jeden Fall, weil es sind viele, viele Prozesse, die dafür nötig sind, dass dann nur dieses Fenster zum Schluss in der Variante kommt, wie man sich das dann eben wünscht, da jetzt einfach mal so. So auf die Schnelle geht das nicht. Das denke ich auch. Ich glaube, wir haben heute sehr viel auch darüber gesprochen, zwischen den einzelnen Vorstellungen, was alles notwendig und möglich und nicht möglich ist und was für Arbeit vor allen Dingen auch dranhängt. So ein Modell entstehen zu lassen, bis es auf der Schiene steht und bis wir da viel Freude dran haben, dass es über die Anlage rollt. Genau. Lieber Sven, ich danke dir ganz herzlich für die viele Zeit, die du dir genommen hast heute. Das gehört mit dazu. Ja, es gehört dazu. Ich bin ganz froh darüber gewesen sein, wieder mal in Sebnitz gewesen zu sein. Ich habe mich gefreut.
Und ja, liebe Freunde, was soll ich sagen zum Schluss? Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war heute ein etwas längerer Freitalk hier aus der Zentrale von Tillich. Dem sächsischen Sebnitz. Vom sächsischen Sebnitz. Darum ging es heute, über die Neuheiten. Die Kataloge verlinke ich. Was Sie aber sehen durften, sind Sachen, die jetzt in der Auslieferung sind und die noch in die Auslieferung kommen bis Ende des Jahres, zuzüglich den Dingen, die hier angekündigt worden sind, die ich Ihnen leider heute nicht zeigen kann. Aber ich glaube, nächste Woche sehen wir uns ja in Leipzig. Genau, nächste Woche. Und da gucken wir mal, was dann eventuell schon vorrätig ist, sodass wir den Zuschauern auch vielleicht die A77 mal auf dem Gleis vorführen können. Oder ich wünsche es mir, ich hoffe es. Wie gesagt, sollte es nicht so sein, dann spätestens zum Ende des Monats ist es genau. Da. Nicht böse sein. Also, liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche Ihnen ja ein schönes Wochenende. Wie ich immer so schön sage, hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Das machen Sie jetzt bitte und dann freuen Sie sich auf nächste Woche, wenn ich dann in Leipzig bin und versuche, das ein oder andere dann doch noch für Sie zu ergattern, was man dann leibhaftig sehen kann. Ansonsten schönes Wochenende, bleiben Sie uns gewogen, wo immer Sie uns auch zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig. Tschüss. Gut, tschüssi.